Hallo ihr Lieben, ich mache euch heute mal ein kleines Review, beziehungsweise ich lasse euch daran teilhaben, wie ich mir diese Augenbrauen- bzw. Wimpernfarbe drauf mache und mal gucken, ob das was wird. Ich habe mir die ja letztens mal gekauft bei Rossmann, da habe ich ja das, in dem Rossmann-Haul habe ich euch das ja gezeigt. Und da meinten halt ganz viele, ich soll doch mal zeigen, wie das dann aussieht und wie man das macht und so. Und habe ich mir gedacht, gut, mache ich das mal. Und ich weiß jetzt noch gerade gar nicht so richtig, welche Farbe ich überhaupt nehmen soll. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie hellbraun ist. Meine Augenbrauen sind ja schon relativ dunkel. Ah ja, okay, eine Gebrauchsanweisung. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja sehr nett. Da sind schon Q-Tips mit drin und ein Bürstchen. Ja, ich lege das jetzt mal durch. Mal gucken, wie das funktioniert. Weil normalerweise ist das eigentlich immer so, dass man wie bei einer Färbung quasi die Farbe mit dem H2O2 zusammenmischt und dann trägt man das halt auf. Ah, ich habe gerade gesehen, hier sind sogar solche Plättchen schon mit bei für die Wimpern. Das ist ja sehr nett. Aber aus welchem Grund auch immer ist dieser Q-Tip schon dreckig. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt erstmal die Augenbrauen. Teste das jetzt mal. Ich mache das jetzt erstmal mit Braun. Das ist immer das Blöde, wenn man die Produkte nicht kennt, dann weiß man immer nicht, ist Braun jetzt wirklich braun oder ist das dunkler oder heller oder wie ist das? Also man macht das wie folgt. Hier ist eine Flüssigkeit bei. Die gibt man als erstes auf die Wimpern bzw. Augenbrauen und danach die Creme hier drüber. Also man mischt es nicht vorher zusammen, wie das bei anderen Produkten der Fall ist. Und dann soll man es, also da steht nichts von Einwirkzeit, also gehe ich mal davon aus, dass man sofort abtupfen muss dann wieder, also abmachen muss. Natürlich ein bisschen seltsam, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in der Zeit schon so viel passiert. Jetzt ist mein Spiegel so weit weg. Weil ich hoffe, das wird trotzdem einigermaßen gleichmäßig so. Ist ja noch so ein Bürstchen bei. Ich gebe das mal so da drauf. Ist aber eklig. Und es wird aber dunkel. Nee. Sicher, dass es braun war und nicht schwarz. Und jetzt soll man es angeblich sofort abmachen können. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt was bringt. Moment, jetzt muss ich hier einmal im Vergleich gucken. Hat das was gebracht? Sehen die Farben irgendwie anders aus? Nee, oder? Ich mach das jetzt nochmal und guck mal, was passiert, wenn das ein bisschen länger drauf bleibt. Jetzt habe ich aber ganz gut rumgematscht. So, jetzt mache ich es mal ab. Mal gucken, wie das hier jetzt aussieht. Ja, doch, so ein bisschen hat es was gebracht. Das finde ich echt besser als normale Wimpern- und Augenbrauenfarbe, weil man dann echt so 10 Minuten normalerweise sonst mit der Farbe rumlaufen muss. Und gerade auch bei den Wimpern brennt das dann manchmal, das ist ungünstig. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite auch mal, sonst sieht das ja doof aus. Was mir jetzt schon auffällt, ist, dass die Tube jetzt schon wieder fast halb leer ist. Das ist dann ein bisschen wenig, finde ich, weil ich habe... Ich glaube 4 Euro für eine Packung bezahlt. Das finde ich dann schon ganz schön teuer für, weiß ich nicht, dann 2 Anwendungen oder so. Jetzt lasse ich das wieder einwirken. Währenddessen schminke ich glaube ich schon mal meine Augen ab. Und jetzt sehe ich aus wie ein Zombie. Hier ist alles rot. Ja, das ist, weil ich diese Tücher nicht vertrage, diese Abschminktücher. Deswegen mache ich das normalerweise auch nicht mit Tüchern. Aber jetzt ging nicht anders. Ich sehe echt aus wie ein Zombie. Ich mache mir jetzt mal meine Wimpern. Jetzt habe ich mir mal eben ein bisschen Creme geholt. Das mache ich jetzt unter das Auge. Scheiße, hab ich mir ein Zeug. So, jetzt mache ich diese Dinger, die hier bei waren, hier so hin. Ja, das passt von der Form her echt nicht sonderlich zu meinen Augen. Oh Gott, jetzt dreht mein Auge und das ist so rot, das ist ätzend. Erst die Flüssigkeit hier drauf tropfen. Das brennt aber tierisch. Meine Haut. Oh. So, und jetzt mit diesem Gel. Gott sei Dank muss man das hier nicht so lange drauf lassen wie bei herkömmlichen Farben, weil das wäre sonst nämlich echt kacke. Ich hasse das so, weil das brennt bei mir immer unheimlich. Ich schmier da lieber ein bisschen rum, als dass ich das nochmal ein zweites Mal machen muss, weil ich das echt so hasse. Was ich jetzt schon mal sagen kann, was ich da sehe,
ist, dass das Schwarz irgendwie nicht so richtig pechschwarz zu sein scheint. Also für mich sieht das eigentlich eher dunkelbraun aus, aber ja, ich guck mal, wie es gleich aussieht. Ich habe das gerade mal abgewaschen, zeige euch das mal eben. Also ich finde jetzt nicht wirklich, dass es anders aussieht als vorher. Also, So ihr Lieben, wie ihr seht, ich sehe ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass es jetzt ein anderer Tag ist. Ich musste das jetzt nochmal ohne die Kamera testen, weil mich da einige Dinge ziemlich verwirrt hatten. Ihr habt ja gesehen, denn irgendwie war das Schwarz nicht wirklich schwarz und irgendwie hat sich da für mich auch nicht wirklich viel getan und ich wollte das einfach mal genauer testen, ob ich jetzt einfach nur zu blöd bin, um es richtig anzuwenden oder ob es einfach nicht funktioniert oder was auch immer. Deswegen habe ich das jetzt wirklich in Ruhe nochmal getestet. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe ja die Farben Schwarz und Braun. Die Farben sehen irgendwie beide gleich aus, finde ich. Also ich habe jetzt gerade bei den Wimpern keinen sonderlichen Unterschied feststellen können. Also weder was die Farbe angeht, noch von dem Ergebnis allgemein. Also ich habe mal Vorher-Nachher-Fotos gemacht und bei den Wimpern zum Beispiel ist es so, ich finde die unteren Wimpern waren hinterher ein Stückchen länger, also da hat es ein bisschen eingefärbt, aber bei den oberen zum Beispiel habe ich da gar keinen Unterschied gesehen und das sieht man auch wirklich nur, wenn man wirklich, also für das Foto, wenn man so nah rangeht, aber das macht man ja im Normalfall nicht. Also so, wenn man jetzt ganz normal sich das Gesicht anschaut, dann erkennt man eigentlich keinen Unterschied. Und ich finde, dafür ist es, was haben die gekostet? 4 Euro ist es dann echt zu viel Geld, finde ich. Und ich habe das jetzt nochmal auf, hier zum Beispiel auf diesem Papier getestet, ob das wirklich von den Farben so ist, wie ich das denke. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Diese Punkte hier oben, das ist das Schwarz und das hier ist das Braun. Wobei ich glaube, in der Kamera sieht es jetzt auch wieder ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall ist es hier so, dass dieses Schwarz eigentlich auch nur ein dunkelbraun ist. Also es ist von der Farbtiefe nicht wirklich anders. Es ist nur irgendwie so ein bisschen rötlicher, finde ich. Und das Braun ist halt eher so ein richtiges Braun. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das wirklich schwarz ist. Also ich kann nur sagen, dass der Effekt allgemein so gering war, dass ich finde, dass sich das nicht wirklich lohnt, das anzuwenden. Die Farbtöne sind nicht wirklich das, was sie sein sollen. Also das Schwarz ist nicht wirklich schwarz. Dann auf den Augenbrauen fand ich es eigentlich ganz okay. Die Farbe hat sich ein ganz klein bisschen verändert, aber wirklich nur so minimal. Aber dann finde ich es noch okay, weil es brennt halt nicht. Es geht einfach, es geht schnell. Da finde ich es wirklich noch okay. Bei den Wimpern allerdings, finde ich, lohnt es sich nicht, weil sobald man diese Flüssigkeit auf die Wimpern gibt, das steht ja extra drauf, soll nicht in die Augen geraten, bla bla bla. Aber das Dumme ist, da man es ja am Auge anwendet, kommt eigentlich immer ein bisschen was ins Auge. Und das Problem ist, es brennt einfach höllisch. Und dafür, finde ich, ist das Ergebnis zu schwach, als dass man sich das antut, also wirklich antut, muss ich ja schon sagen, weil es brennt, es ist unangenehm. Ja, immerhin färbt es nicht ab, das ist schon mal was. Also ich habe das jetzt bei anderen Wimpernfarben, ich färbe ja wirklich schon ganz, ganz lange meine Wimpern und Augenbrauen, habe ich früher zumindest immer. Damals noch mit den Vella-Produkten, was ich jetzt ja nicht mehr mache, seit ich vegan lebe, habe ich das auch eigentlich nicht mehr gemacht. Aber ja, ist halt hier der Vorteil, dass man es nicht 10 Minuten oder so drauf lassen muss, sondern wirklich nur ein paar Sekunden. Es stand ja irgendwie drauf, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, maximal eine Minute soll man es drauf lassen. Also das ist ganz gut, aber es brennt trotzdem, es ist... Der Effekt ist einfach nicht da, die Farbe ist nicht das, was ich erwartet habe. Also unter Schwarz verstehe ich Pechschwarz und ich sehe da echt keinen Effekt. Und bei den Wimpern mache ich das dann lieber so, dass ich ganz normal weiter Wimperntusche benutze. Bei den vorigen Farben, die ich vorher immer genommen hatte, also wie zum Beispiel diese Vella-Augenbrauenfarbe damals vor einigen Jahren, war es halt so, dass die Wimpern danach richtig pechschwarz aussahen. Ja, wirklich als hätte man Mascara drauf. Und genau das erwarte ich dann eigentlich hier auch, weil sonst brauche ich mir meine Wimpern ja nicht zu färben. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, vielleicht wende ich das einfach nur falsch an. Wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen konnte, weil ich habe es genau nach Anweisung gemacht. Aber ja gut, ich habe dann auf jeden Fall hinterher dann mal gegoogelt, nach Reviews gesucht, um zu gucken, ob andere Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich habe ich einige sehr negative Reviews dazu finden können, wo genau dasselbe gesagt wird, der Effekt ist einfach nicht da. Also habt ihr damit schon mal Erfahrung gemacht? Habt ihr die schon mal angewendet? Was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, dass wenn ihr noch vegane Augenbrauen- und Wimpernfarbe kennt, die ihr empfehlen könnt, dann könnt ihr die ja gerne mal in die Kommentare posten, dann teste ich die mal, weil das waren jetzt die einzigen, die ich gefunden hatte, die vegan waren. Dazu wird ja noch gesagt, dass dieses Set hier für 10 Anwendungen, glaube ich, reichen soll. Bei mir ist es jetzt schon so gut wie leer, also die Flasche nicht mit der Flüssigkeit, aber die Tube hier, die ist bei mir jetzt schon fast leer. Und ich glaube, 10 Anwendungen ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, nachkaufen werde ich mir die definitiv nicht mehr, weil dafür ist es echt zu schwach, das Ergebnis. Also da kann ich genauso gut ganz meine Augenbrauen nachmalen oder... Also
Dafür ist mir das Ergebnis dann echt zu schwach. Ja. So, meine Lieben, das war es jetzt mit diesem Review zu den Augenbrauen- und Wimpernfarben von Rival de Loop. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dieses Video gerne bewerten. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Wie gesagt, lasst mal Kommentare da bezüglich eurer Erfahrungen zu den Produkten. Dann könnt ihr euch nochmal die letzten beiden Videos ansehen. Das war einmal das Review zu den Paul Mitchell Curl Produkten und das Schuhhaul, was ich mal für euch gedreht hatte. Da wurde ich ja auch nachgefragt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.